Hey Leute, willkommen zurück und yay, das sieht wieder nach so zwei Survival-Fans aus, aber ja, das sieht nach zwei Zweiergruppen aus. Können auch einfach nur reingejoint sein und passen zum passenden Zeitpunkt, aber ich gehe jetzt einfach mal von Teams aus. Aber das ist okay, zwei Zweier sind in Ordnung, ist nicht zu viel Absprache. Aber ich freue mich jetzt wieder auf The Legion. Ich habe leider nicht mein Cooldown-Ding dabei, deshalb werde ich einfach mal mit dem grünen Messer-Addon dafür sorgen, dass sie ein bisschen länger brauchen, um sich zu menden und aus dem Blutungseffekt rauszukommen. Kostet den halt auch nochmal ein bisschen mehr Zeit und Zeit ist auch was, was man gut benutzen kann. Ich habe noch die Party-Luftschlange rausgeholt, damit jeder hier ein bisschen Blutpunkte bekommt. Und dann bin ich gespannt, dass es und hoffe, dass es eine gute Runde wird. Sowohl für mich, also für euch. Und ja. Ich habe heute heute Mittag nach der Schule einen Online-Post gelesen. Ich glaube, es war bei MMOGA. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wo es dann darum ging, dass die Killer jetzt so extrem gebufft wurden mit diesem neuen Patch und dass sie jetzt so stärker geworden sind und da wurde Kommentare waren wie, ja, die Killer werden nur ohne Ende gebufft, die werden immer stärker, es macht gar keinen Spaß mehr, wo ich mir denke, Alter, das Spiel ist immer noch sowas von unbalanced, was Survival Friends angeht gegen einen normalen Killer, dass es jetzt einfach nur ein bisschen fairer gemacht wurde. Ich meine, die Survivor, wenn sie tot sind, sehen jetzt nicht mehr, was du für Addons und Perks als Killer benutzt. Einfach nur, damit die nicht sagen können, hey, guck mal, der hat Know-It. Mach mal jetzt alle Totems kaputt, was eigentlich ganz gut ist, weil alle, die Know-It spielen, ist ein bisschen, naja. Was einfach den Killer komplett außer Gefecht setzt für das, was er vielleicht als Notfallplan hat. Ja, also das ist schon so eine Sache, die, das finde ich nicht gut, es ist nicht cool. Und ich finde es aber gut, dass es jetzt halt versteckt ist. Hinzu kommt die Totemplatzierungen, von denen ich bis jetzt immer noch nicht profitiert habe, meiner Meinung nach. Aber okay. Dass es mal ein bisschen variabler ist, dass sie jetzt nicht mehr spawnen und direkt ein Totem vor ihrem Gesicht ist, ist schon eine schöne Sache. Hast du wenigstens dein Totem 5 Sekunden länger. Aber die Killer haben jetzt hier nicht wirklich einen Buff bekommen. Das Schwein hat einen Buff bekommen. Das geht jetzt ein bisschen schneller in die Hocke und kriegt mehr Punkte für den Dash. Moment, ich habe hier doch noch Blut gesehen. Hi. So, haben wir sie einmal gehittet. Jetzt haben wir drei, die menden müssen. Sie ist jetzt ein bisschen angehittet. Das klingt nach einer Menge Spaß. Jetzt haben wir sie down. Keiner, der mit Decisive spielt. Das finde ich cool. Wirkt nach Leuten, die wissen, dass man das nicht spielt. Die Palette haben wir raus. Da wollen sie sich gerade heilen. Obwohl heilen mit einer der Sachen ist, die man eigentlich nicht bei Legion tun sollte. Außer man ist so wie ich und will einfach nur Punkte. So. Okay, Spartan hat versucht zu entkommen. Spartan hat sie umgebracht. Das ist verdammt stark. Das bringt uns gerade so viel Momentum. Und wir wissen, dass zwei da hinten sind. Das ist unglaublich. Hi. Hi. Ah, schade, ich dachte, ich kann komplett... Alter, der hat sie auch umgebracht. Was ist mit euch verkehrt, Alter? Das stimmt nicht. Was soll das?
los? Wieso tun Sie das? Tut das nicht. Das geht mir zu schnell. Da habe ich doch gar keinen Spaß, wenn das so schnell geht. Moment, ist er hier schon durch? Zack. Gesehen, mein Freund. Gesehen. Oh, da hätte ich schlagen sollen. Das war echt nicht gut gemacht von mir. Oh, verdammt. Da ist nicht das, was ich dachte, dass es da ist. So. Hi. Nochmal getroffen, sehr schön. Es war ein guter Hit. Es war ein knapper Hit, aber es war ein guter Hit. Ah, schade. Wir können also einfach ganz gemein sein. Und wir lassen ihn einfach hier moonwalken. Hi. War nicht gut. Das war nicht gut. Oh nein, jetzt haben sie zwei... Oh. Wenn ich aber kein 4K bekomme, bekomme ich kaum Punkte. Hi, ich komme. Ich komme zu dir. Du wartest auf mich, ich weiß es. Hier bin ich. Hi. Na? 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 Komm her. Na? Ich wollte es so machen. Leider haben die beiden sich töten lassen. Deshalb muss ich dich leider an den Haken hängen, weil sonst kriege ich so gut wie keine Punkte für diese Runde. Und das ging verdammt schnell. Tut mir leid. Tut mir leid. Es lief alles nicht so, wie ich wollte. Das ging alles viel zu schnell. Das war mir ein zu schneller... Ein Quickie-Kill. Vier Quickie-Kills. Quickie-Quickie-Kill. Aber na gut. Damit kommen wir klar. Sowas gehört dazu. Zwei Leute, die sich einfach sterben lassen. Und ja, dann war es heute mal eine kurze Legion-Runde. Kann ja auch mal vorkommen. Nicht wahr? Totem? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas gebracht hat, dass in dem Falle ich jetzt hier die Totemfähigkeit da habe, dass sie halt keine Auren sehen können. Dass sie sich deshalb umgebracht haben oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Aber das waren nicht viele Punkte. 5000. 4000 und 4000. Das war lame. Aber Tupip. Verständlich, weil... Gut, Gens haben sie schnell gemacht. Ne, das sind die Jagden. Ja, gut. Ja, fast. Okay, mit der nächsten Runde haben wir dann auch das erledigt. Ja, da. Dieses Perk. Warum? Warum haben die das so krass gemacht? Ah, Überlebende können jeweils nur von einem Beweise-Dich-Effekt profitieren. Gut, das heißt jetzt, dass alle Überlebenden nur ein... wahrscheinlich. Aber okay.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Es ging leider schneller, als ich es erwartet habe. Aber es ist halt so. Gehört dazu. Passiert im Spiel. Wir sehen uns gleich bei Survivor-Runden. Zwei Killer, zwei Survivor. So bleibe ich bei den Aufnahmeritus. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Ö.